Die L333 vom Bechel nach Dachsenhausen wird jetzt nächste Woche gesperrt. Was kannst du den Menschen sagen? Es gibt ein Umleitungskonzept wie bei jeder Baustelle. Der ÖPNV wird durch Dachsenhausen über eine Notspur durchfahren können, sodass dort keine Einschränkungen gibt. Das Gleiche gilt für Kita- und Schülerverkehre. Das war von vornherein wichtig. Und ansonsten ist es wie bei jeder Baustelle. Natürlich gibt es immer wieder Umleitungen. Hier an der Stelle ist eine Gemeinschaftsmaßnahme. Der LBM macht die Straßenoberfläche neu, die Werke dimensionieren die Kanäle größer, dass eben bei Starkregenereignissen mehr Wasser aufgenommen werden muss. Und das haben wir gerade an der Stelle in den letzten Jahren gemerkt, dass es auch dringend notwendig ist. Und die Ortsgemeinde macht die Randbereiche, also sprich die Bürgersteige neu. Es ist eine lange abgestimmte Maßnahme, die eben vor der Lahnhochbrücke gemacht werden muss, weil dann dort wieder der Umleitungsverkehr Lahnhochbrücke drüber laufen muss. So greift hier im Moment bei allen Straßenbaumaßnahmen im Kreis ein Rädchen ins andere und dann hat man als Ziel hinten dran die Bundesgartenschau 29, wo alles fertig sein soll. Wie lange wird die Baumaßnahme dauern? Es ist ein halbes Jahr geplant. Ich danke dir. Lieber Matthias, die L333 vom Bächeln aus kommend hier nach Dachsenhausen wird gesperrt. Warum? Sie wird gesperrt, weil wir hier in dem Bereich, den wir hinter uns sehen, sowohl die Fahrbahn machen lassen wollen, als eben auch, was unten drunter liegt, den Kanal und Wasserleitungen neu gemacht werden müssen. Die Strecke nach Hinterwald Richtung Braubach ist ebenfalls gesperrt. Wie sollen die Menschen in Zukunft fahren? Das kommt so ein bisschen darauf an, von wo sie kommen. Aus Richtung Nassstetten kommend, sinnvollerweise bereits Dessig-Hofen-Schweighausen, dann entweder über Nassau oder von da aus weiter Richtung Bächeln. Oder wer halt eben nach Koblenz will, fährt die L335 weiterhin runter bis Braubach. Wie lange wird die Baumaßnahme dauern? Die Baufirma hat 6 Monate veranschlagt. Wenn ich jetzt 6 Monate rechne, dann sind wir im September. Das ist etwa der Zeitpunkt, wo auch in Bad Ems, sprich die Lahntalbrücke in Lahnstein, gesperrt wird, die Auffahrt. Die müssen über die Denzer Heide fahren. Das fällt ja unter Umständen zusammen. Das würde dann zusammenfallen und solange hier gesperrt ist, ist eben auch diese Ausweichstrecke, die man fahren könnte über Bächeln, Frücht und Friedrichssegen, auch nicht anfahrbar, zumindest mal nicht von Dachsenhausen aus oder aus dem Hinterland. Man hat gesehen, in Dachsenhausen ist ja erst kürzlich viel gebaut worden, schöner neuer Platz, Busplatz. Freut einen das als Bürgermeister, wenn jetzt so eine Maßnahme kommt? Ja, ehrlich gesagt freut sie uns, denn wir hätten den Ausbau und die Erneuerung der wirklich maroden Fahrbahn schon lange haben wollen. Es hieß immer, es ist kein Geld da, es wurde woanders hingesteckt. Jetzt machen wir eine Gemeinschaftsaktion mit dem LBM, mit den Verbandsgemeindewerken und der Ortsgemeinde und kriegen auf die Art und Weise eigentlich für alle drei relativ kostengünstig den Ausbau gestemmt.